Hallo alle zusammen. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie verlorene Daten in Linux-Betriebssystem nach einer Neuinstallation des Systems oder einer Formatierung der Festplatte wiederherstellen können. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Fast jeder Anfänger hat nach der Neuinstallation des Systems Datenverlust erlebt. Vor Beginn der Neuinstallation haben Sie keine wichtigen Informationen von der Systemplatte kopiert und diese wurde gelöscht. Jeder Benutzer kennt dieses Gefühl, wichtige Informationen zu verlieren, wenn man versucht, sie am alten Ort zu finden, aber sie sind nicht mehr da. Glücklicherweise gibt es heute viele verschiedene Programme, die Ihnen bei der Wiederherstellung verlorener Daten helfen können. Eines dieser Programme ist Hetman Partition Recovery, ein bewährtes Dienstprogramm, das sich bei der Wiederherstellung verlorener Daten als zuverlässig erwiesen hat. Und da es derzeit kein Distribution-Kit für das Linux-Betriebssystem dieses Programms gibt, werde ich Ihnen zeigen, wie Sie es auf diesem Betriebssystem aufführen und Daten von seinen Laufwerken wiederherstellen können. Um das Programm auszuführen, benötigen wir eine virtuelle Maschine mit dem Windows-Betriebssystem. Wie ich bereits sagte, gibt es keine Linux-Version von Hetman Partition Recovery, aber die Windows-Version ist in der Lage, Daten von Linux-Laufwerken wiederherzustellen. Das Programm unterstützt fast alle von Linux verwendeten Dateisysteme. Zum Ausführen des Dienstprogramms benötigen Sie eine virtuelle Maschine, zum Beispiel VMware. Dies ist eine der beliebtesten virtuellen Maschinen und Sie sollten keine Probleme mit Ihrer Installation haben. Das Programm wird nicht als Open Source vertrieben, sondern hat zwei Versionen, die kostenpflichtige Pro-Version und die kostenlose Lite-Version. Die Pro-Version hat eine 5-tägige Testphase für die Verwendung des Programms, was ausreicht, um verlorene Informationen wiederherzustellen. Ich werde Ihnen zeigen, wie man eine virtuelle Maschine installiert, eine Windows 10 Maschine erstellt und verlorene Daten auf Ubuntu Version 18.04 wiederherstellt. Um VMware zu installieren, müssen Sie zunächst die Programminstallationsdate herunterladen. Die neueste stabile Version finden Sie auf der offiziellen Website. Sie brauchen eine Version für Linux. Wählen Sie Datei Speichern und warten Sie, bis der Download angeschlossen ist. Sie müssen auch die Komponenten installieren, die für die Installation des VMware-Programms erforderlich sind. GNU Compiled Collection und Byte Ascension. Für die heruntergeladene Datei müssen Sie die Auflösung einstellen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei und öffnen Sie Eingeschafften, gehen Sie auf die Registerkarte Erlaubnis und markieren Sie die Datei als Programm zu lassen. Gehen Sie zum Download-Ordner und führen Sie dort Datenkommunikationsgerät aus. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf den freien Platz im Ordner und wählen Sie im Datenkommunikationsgerät Öffnen. Bevor Sie eine Software installieren, müssen Sie das Paket Repository mit dem folgenden Befehl aktualisieren. Installieren Sie dann die erforderlichen GNU Completed Collection und Boot Assistant Komponenten, die während des Installationsprozesses verwendet werden.
führen Sie dazu den folgenden Befehl aus. Ja zur Bestätigung und Enter. Für weitere Aktionen benötigen wir den vollständigen Dateinamen des heruntergeladenen WMWare-Pakets. Um dies zu tun, listen wir die Dateien auf, die sich in den Downloads befinden, indem wir den folgenden Befehl ausführen. Kopieren Sie den vollständigen Namen der heruntergeladenen Datei. Sie benötigen es, um die Dateien aus dem Paket zu extrahieren. Geben Sie im Datenkommunikationsgerät sudo ein und geben Sie den Paketnamen ein. Das Befehl hat diese Form. Enter. Wenn das Extrahieren der Dateien abgeschlossen ist, sollte sich das Fenster des VMware-Installationsprogramms öffnen. Falls nicht, gehen Sie zur Liste der installierten Anwendungen und führen Sie sie aus. Wählen Sie nach dem Start die Konfigurationseinstellungen der Anwendung aus und führen Sie den Installationsprozess durch. Wenn die Installation abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung über die erfolgreiche Installation angezeigt. Beim ersten Start fordern Sie das Programm auf, Ihren Lizenzschlüssel einzugeben und kostenlose 15-30 Tage Testversion zu wählen. Sie können nur eine virtuelle Maschine erstellen. Um eine virtuelle Maschine mit dem von Ihnen benötigten Betriebssystem zu erstellen, müssen Sie das Image dieses Systems herunterladen. Gehen Sie auf die Microsoft-Website und laden Sie die ICO-Datei für die von Ihnen benötigte Version herunter. Nachdem Sie das VMware-Image herunterladen haben, müssen Sie es von Superuser ausführen. Wählen Sie dazu das Programm und geben Sie den folgenden Befehl im Datenkommunikationsgerät ein. Dadurch werden Probleme für späteren Anschließen des physischen Laufwerks vermieden. Klicken Sie in dem sich öffnenden Programmfenster auf die Registerkarte-Datei Neue virtuelle Maschine. Wählen Sie die übliche Art der Konfiguration weiter, markieren Sie das Kätzchen neben Installations-Abbilddatei ICO und geben Sie den Pfad zum heruntergeladenen Betriebssystem-Image an weiter. Geben Sie den Namen der virtuellen Maschine an und ändern Sie gegebenenfalls Ihren Speicherort. Wenn Sie Daten von der Systemdiskette wiederherstellen, ist es besser, eine andere für die Installation anzugeben, da die wiederherstellenden Daten während des Installationsprozesses verloren gehen können. Hier können Sie die Festplattengröße für die virtuelle Maschine einstellen, virtuelle Festplatte als einzelne Dateispeicher markieren und auf Weiter klicken. Im nächsten Fenster sind die Einstellungen der virtuellen Maschine verfügbar. Wählen Sie im ersten Punkt die Größe des RAM-Speichers aus, der für den Betrieb der virtuellen Maschine zugewiesen wird. Hier gilt, je mehr, desto besser. Wählen Sie es jedoch basierend auf der tatsächlichen RAM-Größe des PKs aus, damit Ihr Computer bei Ausführung der virtuellen Maschine nicht einfriert. Die restlichen Einstellungen sind in diesem Stadium nicht wichtig. Schließen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf Fertigstellen. Die virtuelle Maschine wurde erstellt, jetzt müssen Sie sie nur noch ausführen und das Betriebssystem installieren. Nach dem Start beginnt die Installation von Windows.
Sie unterscheidet sich nicht von einer normalen Installation. Hier ist alles einfach. Folgen Sie den Anweisungen und warten Sie, bis die Systeminstallation abgeschlossen ist. Weitere Einzelheiten zur Installation von Windows finden Sie in einem separaten Video. Der Link dazu befindet sich in der Beschreibung. Jetzt müssen Sie in den VMware-Einstellungen ein physisches Laufwerk hinzufügen, vor dem Sie Ihre Daten wiederherstellen möchten. Und damit das System von der Festplatte startet, anstatt die Installation bei jedem Start zu starten, müssen Sie das Häkchen auf der Registerkarte CD/DVD Connected entfernen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf unsere virtuelle Maschine und öffnen Sie die Einstellungen. Entfernen Sie im Element CD/DVD diese Markierung. Klicken Sie dann unten auf Hinzufügen und wählen Sie die Festplatte aus. Weiter. Geben Sie den Typ an und setzen Sie im Auswahlfenster das Kontrollkätzchen auf physischen Datenträger verwenden. Weiter. Wir wählen das für uns notwendige Gerät aus der Liste aus. Wenn es für Sie schwierig ist, das benötigte Laufwerk zu definieren, öffnen Sie das Festplatten-Dienstprogramm. Hier können Sie nach Größe und Name das benötigte Laufwerk definieren. Geben Sie das Laufwerk an, klicken Sie auf Weiter und dann auf Fertigstellen, um den Vorgang abzuschließen. Starten Sie nun die virtuelle Maschine und warten Sie, bis das System hochgefahren ist. Um ein USB-Flash-Laufwerk anzuschließen, schließen Sie es an den Computer an und schalten Sie im VMware-Programm unten ein, indem Sie auf Gerät klicken und auf Mit Host verbinden klicken. Danach wird es auch im Programm angezeigt. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, müssen Sie das Programm herunterladen und installieren. Öffnen Sie Ihren Browser, laden Sie Hetman Partition Recovery herunter und führen Sie es aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, sehen Sie Ihr Laufwerk im Laufwerkmanager. Klicken Sie mit der rechten Maustaste daraus, öffnen. Führen Sie zunächst einen schnellen Scan durch, das Programm scannt sofort das Laufwerk und zeigt die gefundenen Informationen aus der rechten Seite des Fensters an. Diese Art des Scannens nimmt weniger Zeit in Anspruch. Wenn die Schnellsuche die Daten nicht finden, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Wenn der Scan abgeschlossen ist, öffnen Sie den Ordner, in dem sich die verlorenen Installationen befanden. Markieren Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie einen Pfad zum Speicher der verlorenen Daten an und klicken Sie auf Wiederherstellen. Während der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, befinden sich alle Daten im angegebenen Ordner. Das Programm ermöglicht es Ihnen auch, ein Disk-Image zu erstellen und Daten aus dem Image wiederherzustellen, was die Chancen erhöht, verlorene Informationen wiederherzustellen. Weil mehrere Scans des Datenträgers die Daten möglicherweise vernichten. Hetman Partition Recovery kann Daten wiederherstellen, die aufgrund von Löschung, Formatierung, Systemabsturz,
Virenangriff und andere Situationen des Informationsverlustes verloren gegangen sind. Admin Partition Recovery kann auch Daten von internen und externen Festplatten, USB, CD-Karten, Kameras und anderes Speichergeräten wiederherstellen. Jetzt wissen Sie, wie Sie verlorene gegangene Informationen im Linux-Betriebssystem nach der Neuinstallation des Systems oder der Formatierung des Laufwerks wiederherstellen können. Und das ist alles. Ich hoffe, diese Videoanleitung war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren. Und in dem Video vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.